Ja, guten Tag, moin moin aus Hamburg hier von Stecher Motorradtechnik. Heute mit dem interessantesten Thema der letzten Wochen, wenn ich das so in den Kommentaren richtig verfolgt habe. Immer wieder die Frage, was ist mit dem Quickshifter? Wie sind die Unterbrechzeiten? Ist das Ding zugelassen? Wie funktioniert das? Ist das schädlich fürs Getriebe? Und. Uns erreichen ja tausende von Anfragen über Facebook, WhatsApp, Instagram, überall. Deswegen machen wir dazu jetzt nochmal ein Video, in dem wir jetzt nur darüber sprechen und einfach mal ganz genau zeigen, was im Getriebe passiert, wie ein Quickshifter ganz genau arbeitet, welche Systeme es gibt und was da die Unterschiede sind. Jo, angefangen mal mit der Zulässigkeit. Ich kann euch diese Frage leider nicht hundertprozentig beantworten. Ich bin nicht der Gesetzgeber, ich kann euch nur das weitergeben, was ich so in Erfahrung bringen konnte. Und demnach ist es so, dass ein Quickshifter eintragungsfrei ist, aus dem Grund, dass er keinen aktiven Einfluss auf die Gemischbildung in dem Sinne hat. Also es werden die Abgaswerte und auch die Lärmwerte des Motorrades nicht negativ beeinflusst. Es haben heutzutage viele Fahrzeuge serienmäßig und deswegen sehen die Leute, mit denen ich gesprochen habe, von TÜV und ähnlichen, da absolut keine Probleme, einen Quickshifter nachzurüsten. Das ist der Stand, den ich habe. Ich kann nur berichten, dass wir sehr, sehr viele Quickshifter bereits verkauft und installiert haben und natürlich auch den TÜV selber im Haus haben. Ich von keinem Kunden gehört habe, dass er beim TÜV Probleme mit seinem Quickshifter hatte oder unser TÜVer oder auch eine TÜV-Vertretung, wenn es jetzt nicht der Stammprüfer war, hier irgendwie rumgemosert hätte wegen einem nachgerüsteten Quickshifter. Sofern es denn nur ein Quickshifter ist. Wenn ihr das jetzt in Zusammenhang mit einem Power Commander oder einem Buzzers-Modul oder ähnlichen drinne habt, womit ihr dann Einfluss auf die Einspritzung nehmen könnt, dann sieht die Welt natürlich anders aus, weil damit könnt ihr definitiv Abgas negativ beeinflussen, wenn man denn möchte, es will natürlich keiner. Aber es soll ja Fälle gegeben haben, wo das mal passiert ist. Da ist es anders, das ist definitiv verboten. Aber wenn es jetzt beispielsweise der Dynojet Ignition Quickshifter, den wir in den Videos schon verbaut haben und erklärt haben, oder auch natürlich mein heißgeliebter Tellert, ist es da laut meiner Information kein Problem mit der Zulässigkeit. So viel dazu. Es gibt keine Gutachten dazu und das Teil kann auch nicht eingetragen werden. Es ist aber meiner Information nach auch eintragungsfrei. So, das dazu. Nun kommen wir mal zum anderen Teil, Unterbrechzeiten. Es gibt ja Quickshifter oder größtenteils sind die Quickshifter einzustellen und zwar mit Unterbrechzeiten. Jetzt fangen wir mal von ganz vorne an. Was genau macht ein Quickshifter? So, jetzt schauen wir uns das hier mal an. Wir haben hier unseren Schalthebel, haben hier die Schaltstange und hier oben drinne haben wir einen Sensor. So, nun wollen wir hochschalten. Das ist bei diesem Fahrzeug so, dass wir runtertreten zum Hochschalten. So, jetzt ist der zweite Gang drin. Und wenn wir den Ganghebel hier belasten, registriert dieser Sensor das und sagt, alles klar, er möchte schalten. Und dann wird die Zündung oder der Kraftstoff oder beides unterbrochen. Herbert, dein Essen ist da. Da waren wir. Da unten. Da. Da, dieser Sensor. Wir schalten. Der Sensor registriert. Alles klar. Mein Herr und Gebieter, der Fahrer, möchte jetzt schalten. Dementsprechend werden wir Zündung, Kraftstoff, eins von beiden oder beides unterbrechen. Das führt zu was? Letztendlich ist es genau das gleiche, als wenn wir die Kupplung ziehen. Oder als wenn wir den Gashahn kurz schließen. Es führt dazu, dass der Motor, der das Hinterrad antreibt, das werden wir uns hier auch einmal... Kinder! So. Das werden wir uns jetzt hier auch mal kurz vor Augen führen. Der Motor treibt das Hinterrad an, das bedeutet, das Rad dreht sich so herum. Jetzt ist der Gang drinne. Hat das auch ein neutrales Ding? So, der Motor treibt das Hinterrad an, bedeutet, er zieht hier oben an der Kette. So, wenn der Motor jetzt das Hinterrad nicht mehr antreibt, weil er sozusagen Gas zu oder hier Zündung, Kraftstoff weg, das heißt, er produziert keine Leistung mehr, in dem Moment geht die Spannung hier oben
von der Kette weg und das Hinterrad, weil wir ja fahren, dreht sich weiter. Das heißt, es treibt den Motor an. Das bedeutet, es zieht hier unten an der Kette. Und genau diesen Moment, wo sich die Last umkehrt, also der Zug nicht mehr oben auf der Kette, sondern unten ist, da ist das Getriebe kurzzeitig entlastet. Und dadurch können wir den nächsten Gang einlegen. Wie das genau im Getriebe aussieht, das schauen wir uns gleich an. Aber letztendlich ist es für die reine Funktion relativ egal, ob wir jetzt die Kupplung ziehen und damit der Motor vom Getriebe entkoppelt ist, wie den Gashahn schließen und das Getriebe kurzzeitig entlastet ist, oder wir das durch einen Sensor elektronisch regeln lassen, dass der Motor kurz keine Leistung mehr hat und dadurch das Getriebe entlastet. Wichtig ist nur, in dem Moment, wo das Getriebe entlastet ist, in diesem Moment muss der Gang dann auch reingehen. Das heißt, weil ja immer wieder diese Kommentare kommen oder sonstiges, ja, ich mache einfach Gas zu oder Kupplung ist viel besser. Ja, wie kuppelt ihr denn? Wir stellen uns einfach mal vor, wir setzen uns jetzt auf dieses Motorrad. Das ist eine Tausender, im ersten Gang gibt sowieso kein Mensch Vollgas. Nehmen wir jetzt einfach mal einen dritten Gang, Autobahn. Fahren im dritten Gang. So, wir geben Vollgas und wollen dann bei 200 zügig in den vierten Gang schalten. Fragen. Gas zu, Kupplung ziehen, Gang schalten, Kupplung kommen lassen und wieder Gas geben. Wer macht denn das so? Das macht ja keine Sau. So, sprich, in dem Moment, wofür der Quickshifter eigentlich gebaut ist, also viel Last, Vollgas, 80% Drosselklappe, schneller werden, beschleunigen, da geht das doch sowieso. Wenn ihr noch die Kupplung benutzt, dann ist das ziehen, loslassen. So wird geschaltet bei den Drehzahlen. Kann mir keiner erzählen, dass er sich da irgendwo Mühe gibt und die Kupplung schleifen lässt. Und von daher ist dann die Frage, ist der Ruck im Getriebe und an der Kette nicht unter Umständen genau der gleiche, wenn wir zügig die Kupplung ziehen und schlagartig loslassen? Oder wenn wir hier einfach nur mal den Gashahn zumachen und in dem Moment den Gang einlegen? Das einfach nur mal so am Rande. Ne? Ich kann da jetzt auch nicht in den Motor reinschauen. Aber die Belastung im Getriebe, der Ruck, den es gibt, der wird relativ ähnlich sein. Ich würde sogar behaupten, dass mein bester Freund, der Tellert, eher noch ein Ticken sanfter ist, weil er bei einem Vierzylinder die Zylinder nacheinander wieder einschaltet und dadurch kein schlagartiger Kraftaufbau wieder da ist, sondern ein minimal sanft. Und das macht er mit der Kupplung bei voller Drehzahl, bei Vollgas mit Sicherheit nicht. Das mal jetzt dazu. Gut, schalten ohne Kupplung. Funktioniert, kann man machen. Meiner Ansicht nach braucht man einfach nur ein bisschen Gefühl dafür. Also es gibt definitiv so eine Getriebemetzger, die da irgendwie mit den Füßen hier mit aller Kraft und sonst irgendwas die Schaltgabeln verbiegen und das funktioniert natürlich nicht. Aber wenn man das Ganze mit ein bisschen Gefühl angeht, das kann ich euch gleich gerne mal mit meinem Motorrad zeigen, auf dem Prüfstand oder vielleicht auch mal während der Fahrt. Man muss das Gas genau genommen nicht mal komplett schließen. Das kommt natürlich stark aufs Getriebe drauf an, wie flutschig das Ganze ist. Die höheren Gänge gehen tendenziell immer besser rein als die niedrigeren. Das hat den einfachen Grund, dass die Getriebewellen, je schneller man fährt, je höher der Gang ist, nahezu gleich schnell irgendwann drehen. So, wenn wir jetzt schalten, ohne Quickshifter, ohne Kupplung, würde ich das Ganze so fabrizieren, mit Gefühl den Schalthebel, also nehmen wir mal an, wir hätten jetzt eine Schaltung, die richtig rum ist, mit Gefühl den Schalthebel betätigen, dann merkt man, alles klar, jetzt will die Schaltwalze sich bewegen und in dem Moment einmal mit der Gashand zucken und den Gang reindrücken. Aber das Ganze mit Gefühl. Wenn ihr mit Gewalt da unten am Schalthebel rummacht, mein Handy klingelt, dann verbiegt ihr die Schaltgabeln und das Getriebe leidet extremst. Und wie das jetzt im Getriebe ganz genau aussieht, das schauen wir uns jetzt nochmal an. Das ist schon das achte Mal jetzt hier. Auch wieder, weil hier so halbfertige Projekte wieder stehen, ne? Naja, wenn sie ganz fertig werden, dann werden sie auf der Strecke. Hier haben wir ein Getriebe, das kennt ihr aus den letzten Videos. Das ist jetzt in dem Fall unser GSX-R-Getriebe. Aber zum Erklären ist das wunderbar. Ja gut, auf die reine Getriebefunktion gehe ich jetzt nicht großartig weiter ein. Das haben wir in dem CBR 600 Video sehr ausführlich erklärt
Und auch bei dem Kawasaki ZX-10 Motor, den wir gemacht haben, haben wir sehr viel zum Getriebe erklärt. Deswegen werde ich das jetzt hier nicht nochmal machen. Wir haben jetzt einen Gang drin. Wir versuchen jetzt zu schalten. Und dann sehen wir schon das erste Problem. Wenn wir hier schalten wollen, zack, jetzt müssen wir die Welle hier ein bisschen festhalten. Es ist so, dass diese Schaltgabel das Rad hier reindrücken will. Hier sind wir jetzt aber Dock auf Dock. Da. Geht also nicht. Bedeutet, das Getriebe muss sich erst ein Stückchen weiter drehen, bis klack das Ganze einrastet. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr habt einen Schaltautomat mit einer Unterbrechzeit, die eingestellt ist. Auf, sagen wir einfach mal 60 Millisekunden. Nun wollt ihr schalten. Zack, also er registriert, er will schalten, er unterbricht, er unterbricht, er unterbricht. Der Gang ist noch nicht drin und er schaltet jetzt schon wieder ein, weil die 60 Millisekunden um sind. Heißt, der Gang ist aber noch gar nicht eingerastet. In dem Moment würde jetzt der zuvor eingelegte Gang wieder sich das Rad unten reinziehen. Das heißt, der Gang fliegt wieder raus in den letzten. Wenn ihr kurz vorm Begrenzer wart, habt ihr schon das erste Problem, weil ihr direkt im Drehzahlbegrenzer seid. Und das nächste Problem ist, dass wir hier eine unglaubliche Last auf der Schaltgabel haben, weil die Schaltgabel eigentlich das Rad in die Richtung schieben will. Dadurch, dass die Zündung aber wieder eingeschaltet wird, zieht sich das Rad selber mit einer unglaublichen Kraft wieder zurück. Und genau dann passieren auch solche Sachen, dass die Schaltgabeln so krumm gehen und so verschleißen. Das sind die zwei Ursachen. Einmal das, zu kurzer Unterbrechzeit. Zweitens, die ganze Zeit mit dem Fuß auf dem Hebel stehen und permanent die Schaltgabel belasten. So, so viel dazu. Vorteil beim Tellert, er hat den zweiten Sensor unten, könnt ihr euch anschauen in dem Video, und der registriert, wann genau wir diesen, so, jetzt drehen wir, klack, jetzt ist er drin. Das hört man, das sieht man, jetzt ist er hier wirklich eingerastet in den Docks, fertig. Das heißt, mit dem Quickshifter, mit dem Tellert kann es nicht passieren, dass die Zündung schon wieder eingeschaltet wird, obwohl der Gang noch nicht drin ist. Nächstes Thema. Unterbrechzeit. Stellen wir 60 Millisekunden ein, kann es passieren, dass wenn das Getriebe jetzt so steht, jetzt schalten wir, alles ist gut. Die Docks gehen direkt rein. Dann wird das auch passen mit 60 Millisekunden. Problem ist aber, wenn die Docks so stehen wie eben, also so, schalten wir, zack, geht nicht rein, Getriebe muss sich erst weiter drehen, klack, bis es einrastet. Dann kann es passieren, dass 60 Millisekunden zu kurz sind. Weil der Schaltvorgang dann in dem Fall meinetwegen 66 Millisekunden gedauert hätte. Bedeutet, man muss mit den Unterbrechzeiten, um das Getriebe zu schonen, eigentlich die längste Unterbrechzeit wählen, die so ein Gangwechsel brauchen könnte. Das ist auch sehr fahrerabhängig. Ne? Der eine zieht das Ding wirklich durch, der andere ist so ein bisschen am Überlegen, oh, will ich schalten, will ich doch nicht schalten, schaltet dann so ein bisschen halbherzig. Ich würde sagen, eine Unterbrechzeit von 65 Millisekunden in oberen Drehzahlbereichen sollte funktionieren. Dann sollte der Gang immer eingerastet sein, gerade wenn ihr Umkehrschaltung fahrt. Dann muss das reichen. Gut funktionieren tut der Quickshifter aber auch mit 55 Millisekunden. Dann ist es noch kürzer, noch knackiger, fühlt sich sanfter an. Aber ihr lauft Gefahr, dass bei jedem, meinetwegen 60. Schaltvorgang, das hier passiert und der Gang rausfliegt. Und das geht ultra stark aufs Getriebe, weil in genau dem Moment gibt es hier diesen Ruck. Und das ist das Problem, was vermieden werden muss. So, jetzt gehen wir mal zum allgemeinen Ruck. Lassen wir den Gangwechsel mal komplett außen vor und sagen, der Gangwechsel hier, der geht reibungslos vonstatten. Das funktioniert so. Zack, wir schalten. Gut, das ist jetzt alles ein bisschen lose hier. Der Gang ist drin und jetzt machen wir das Gas wieder auf. Das heißt, wir haben allein schon hier diesen Weg, den wir im Getriebe immer als Spiel haben. Das ist sozusagen hier dieses Notpuffer, sag ich jetzt mal, dass der Gang einrasten kann. Das heißt, dieses Spiel haben wir sowieso, diesen Ruck. Und dieser Ruck ist relativ egal, ob wir jetzt kuppeln, ob wir das Gas zumachen oder das Ganze über einen Sensor unterbrechen lassen, wenn denn diese Unterbrechzeit richtig eingestellt ist. Von daher kann ich nur sagen, es ist ultra wichtig, dass ein Quickshifter lieber so eingestellt wird, dass er vielleicht ein bisschen mehr ruckt,
Aber dieser Ruck in dem Getriebe und an der Kette, der ist gar nicht so schlimm, weil den habt ihr, wenn ihr kuppelt, genauso. Nur, dass euch das vielleicht anders anfühlt oder ihr ein besseres Gewissen habt, weil ihr die Kupplung benutzt. Aber letztendlich ist dieser Ruck gar nicht das Schlimme, sondern das Schlimme ist, wenn diese Räder hier nicht richtig drinne sind. Weil was nämlich auch noch passieren kann, den Fall haben wir jetzt noch gar nicht gehabt, wenn wir uns jetzt hier mal, wir schalten mal noch einen hoch und dann schalten wir mal, warte mal, wir nehmen mal den. So, der ist drin. Jetzt sind wir da drin. Wenn wir uns jetzt hier das Ganze mal anschauen, diese Docks in den Getrieberädern, die sind minimal schräge. Das bedeutet, wenn die so aufeinander stehen, also minimal, dann ziehen die sich durch die Kraft quasi so ineinander zusammen. Was im Umkehrschluss aber dann auch schon wieder heißt, selbst wenn der Gang sich dann reinzieht, also nicht in den alten wieder zurückfliegt, sondern zu früh, passiert durch dieses Reinziehen der Getrieberäder, das ist eine unglaubliche Kraft auf den Rädern, kann auch das wieder die Schaltkabeln verschleißen oder die Docks verschleißen. Man sieht es jetzt hier an dem Getriebe wunderbar, dass hier die Docks, also gut, die Schaltkabel brauchen wir gar nicht drüber reden, die ist komplett hin, aber auch die Docks hier außen schon Schäden haben, weil die komplett abgeflacht sind. Die haben hier richtig gelitten. Und das ist genau das Problem, was dadurch entstehen kann. Und durch diesen Schaden kann natürlich auch dann die Schaltkabel unter Umständen ein Folgeschaden sein. Gut, also so viel in der Theorie. Was wir jetzt nochmal machen werden ist, wir werden gleich nochmal auf den Prüfstand fahren. Wir nehmen dazu irgendein Motorrad. Ich suche mir gleich mal eins aus. Und dann werden wir einfach mal Messungen fahren. Jetzt keine Leistungsmessung, sondern einfach mal eine Messung, eine Schaltungsmessung machen. Und dann gucken wir uns das Ganze einmal an. Ich hoffe, dass ihr das soweit hier alles verstanden habt. Die Moral von der Geschichte ist definitiv, sicherlich gibt es ganz viele Leute, die das anders sehen. Könnt ihr auch gerne unten alles reinschreiben. Ich bin da gerne offen für Einwände und Kritik. Aber ich bin der festen Überzeugung, wenn ein Quickshifter richtig eingestellt ist, naja, stopp. Ich bin der Überzeugung, dass der Tellert-Quickshifter dem Getriebe keinen Schaden zufügt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass der Verschleiß mit einem vernünftig eingestellten Quickshifter, der verschiedene Unterbrechzeiten für verschiedene Drehzahlen hat und der so eingestellt ist, dass die Gänge nicht rausfliegen können, dass der keinen größeren Verschleiß des Getriebes, also zumindest keinen signifikanten Verschleiß des Getriebes hervorruft. Eine Sache sei noch gesagt zu der Auslösekraft, das wollte ich vorhin eigentlich schon sagen. Es kann bei vielen Quickshiftern die Auslösekraft eingestellt werden. Also es ist in dem Fall ist es ein programmierter Quickshifter und Blipper, den haben wir in das Steuergerät einprogrammiert. Wir können da gangselektiv, drehzahlselektiv und Drosselklappenstellungsselektiv einstellen, wie er unterbricht. Und wir können die Auslösekraft einstellen. Und das ist in dem Fall wichtig, weil wenn die Auslösekraft zu sanft ist, dann, also dran denken, Schaltung ist hier andersrum, dann treten wir leicht auf den Schalthebel drauf und er registriert schon, alles klar, der will schalten und unterbricht. Und jetzt bewegt sich im Getriebe aber eigentlich was. Und wenn wir Pech haben, ist die halbe Unterbrechzeit schon um. Das heißt, wir haben nur noch halbe Zeit, jetzt den Gang einzulegen und das wird nichts. Bedeutet, zu wenig Unterbrechzeit, zu wenig Auslösekraft, er löst zu früh aus. Gang fliegt raus. Zu dolle Unterbrechzeit, wenn wir hier also mit beiden Füßen draufstehen müssen, sagen wir mal, bevor sich da was bewegt, haben wir hier das Problem, dass das Getriebe, wenn sich das beides dreht, ist die Last so groß auf den Zahnrädern, dass wir hier gar nichts verschieben. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Würde ich lassen. Also wenn ihr am Gas seid, könnt ihr nicht schalten. Es geht nicht. Wenn wir jetzt aber hier die Welle drehen wollen, dann seht ihr, dass die Schaltgabel sich bewegt. Die kann das Rad aber nicht verschieben, weil das ist in dem Moment quasi fest. Das heißt, wenn wir da drauf treten wie so eine Blöden, dann drücken wir schon wieder die Schaltgabeln krumm. Alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Gut, in dem Sinne, ich hoffe, ihr habt es soweit verstanden. Wir gehen jetzt mal auf den Prüfstand, machen noch ein bisschen Praxis, wie man so schön sagt. Und dann kriegt ihr eure Hausaufgaben. Und dann sind wir auch eigentlich schon wieder durch. Also, einmal ab Prüfstand. We'll be right back.
So, das ist jetzt der Dynojet Quickshifter. In diesem Fall funktioniert der über einen Power Commander. Das heißt, er unterbricht den Kraftstoff. Das spielt aber eigentlich für unsere Zwecke überhaupt gar keine Rolle. So, jetzt haben wir hier die Leistung. Jetzt können wir genau sehen die Schaltvorgänge immer. Und sehen dann hier jeweils die Einbrüche. Das sind die Schaltvorgänge, wo wir schalten. So, jetzt mache ich das Gleiche nochmal. Und schalte mal mit der Kupplung, so wie ich der Meinung bin, wie man, wenn man auf der Straße mal ein paar Gänge durchbeschleunigt, wie man dann auch kuppelt. Und dann gucken wir uns mal an, wie das dann aussieht. Können wir jetzt wunderbar sehen, relativ ähnlich die Kurve, das Blaue jetzt jeweils mit der Kupplung. Und dann sehen wir, dass die Leistung an der Prüfstandsrolle viel weiter abfällt. Also wir haben hier beim Schalten mit dem Quickshifter einen Leistungsabfall von 70 auf 60 PS ungefähr. In dem Fall mit der Kupplung, ich habe hier minimal früher geschaltet anscheinend, haben wir von 62 auf fast 0. So, sprich, es baut sich dann hier in dem Moment, wo wir die Kupplung einschleifen lassen, schlagartig eine Leistung von 60 PS wieder auf. Beim Quickshifter sind es nur 10 PS. Kann man dann natürlich jetzt drüber streiten, was fürs Getriebe und die ganze Ketteneinheit schädlicher ist. Das mal nur so am Rande. Fazit, die Moral von der Geschichte. Wenn die Getriebe nicht gestorben sind, dann drehen sie sich noch heute. Von meiner Seite, ja, ich will hier nicht die ganzen Quickshifter irgendwie gutreden oder so, sondern ich versuche wirklich auf die ganzen Fragen mal ein bisschen einzugehen. Ich glaube, dass ihr das jetzt sehr gut sehen konntet, wie ein Quickshifter überhaupt funktioniert. An dieser Stelle nur noch mal kurz den Unterschied. Quickshifter ist zum Hochschalten, Blipper ist zum Runterschalten. Und Blipper ist nur möglich, indem ein Gasstoß gegeben wird. Das geht nur mit elektronischen Drosselklappen haben die meisten Fahrzeuge erst so in den letzten 3-4 Jahren bekommen. Yamaha hat es in der R6 2007 hat Yamaha damit angefangen. Da geht also auch schon ein Blipper bei der R6 und bei der R1. Können wir alles einprogrammieren, das jetzt nur mal am Rande. So, das Fazit meiner Ansicht nach, sicherlich sehen das andere Leute auch anders. Wenn ein Quickshifter richtig eingestellt ist, sollte das Getriebe nicht stärker, und jetzt genau zuhören, nicht stärker darunter leiden, als wenn ihr bei Vollgas mit Gas wegnehmen oder mit zügigen Kuppeln schaltet. So, das ist meine ganz klare Ansicht. Wichtig, Quickshifter, richtig eingestellt, bedeutet nicht zu kurze Unterbrechzeit, dass die Gänge rausfliegen, nicht zu hohe Auslösekraft, dass ihr da zu doll auf dem Hebel rumtreten müsst, bis das Ding mal auslöst, dann verbiegen sich die Schaltgabeln. Es gibt da Diverses zu beachten, aber wenn das Ding ordentlich eingestellt ist, sehe ich keine Probleme fürs Getriebe. Beim Teller sowieso schon mal gar nicht, weil der den zweiten Sensor hat, der registriert, der Gang ist wirklich drinne. Von daher kann ich da auch aus Erfahrung eigentlich nur berichten, dass sich Getriebeschäden meistens auf verkehrt eingestellte Quickshifter zurückführen lassen oder wenn ein Quickshifter Fehlfunktionen hat, nicht mehr funktioniert, der Sensor defekt ist, die Kunden probieren, das muss doch irgendwie gehen und dann einfach nochmal mit aller Kraft versuchen zu schalten bei Vollgas, ja, dann geht es halt irgendwann auch kaputt. Aber genauso haben wir diverse Getriebeschäden, wo überhaupt gar kein Quickshifter verbaut war, weil einfach, ja, ihr sitzt selber auf dem Motorrad, ihr habt es in der rechten Hand, im schlimmsten Fall auch der Vorbesitzer. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte da eine Menge Licht ins Dunkel bringen. Ansonsten schreibt es in die Kommentare, wie eure Meinung darüber ist. Ich lese es mir gerne mal durch und ja, bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, ansonsten der übliche Spaß, das war's für heute. Könnt jetzt wieder abschalten, schaut nur kurz noch das Outro. Abonniert den Kanal, folgt uns auf Instagram, lasst uns auf Facebook ein Gefällt mir da und alles andere, was ich noch vergessen habe. Die Leute sollen nicht abschalten, die sollen das nächste Video gucken. Deswegen machen wir diese Clips hier am Ende des Videos im Auto. Nächstes Video auch noch angucken. Ja, und dann noch das nächste. Okay, dann schneid alle. Dann schneid das. Schneid es raus. Schneid es raus. Chef sagt, nicht abschalten, anlassen, egal welche Uhrzeit. Bisschen geht noch. Mach die Kamera aus. Mach die Kamera jetzt aus. Ach, ist das fies wieder, ne? Ist das wieder fies. Leute sind schon wieder eingepennt jetzt. Aufwachen. Watchtime, Jan. Immer Watchtime.
Du fährst dich auch mal viel zu kurz. Du musst mehr erzählen. Die Leute wollen doch die Details. Premiere. Die wollen doch wissen, was du. Die wollen doch in deinen genialen Kopf reingucken. Unser neues Outro. Du musst dir auch noch was Cooles ausfallen lassen. So andere YouTuber machen so Double Piece oder. Ja, ich bin aber nicht andere YouTuber. Ich bin sowieso gar kein YouTuber. Ja, vielleicht sollte Stechern nie mal auch mal was sagen hier. Wir sind immer so still. So äußert sich so gar nichts hier. Das ist so eine Mitarbeiterbosse auch nicht, ne? Du musst auch einfach mal eine eigene Meinung einbringen, vielleicht. Na gut, Kinder, ich will Feierabend machen. Also, schaut euch das nächste Video an. Das ist das Hauptfazit jetzt von dem Rumgefasel. Schaut das nächste Video. Schaut auch gerne die einzelnen Videos über die Quickshifter, wenn ihr da mehr erfahren wollt. Wir haben für ein Dinojet in meiner ZX6 ein einzelnes Video. Wir haben für einen Tellert ein Video gemacht. Da könnt ihr über die einzelnen Systeme nochmal viel, viel mehr erfahren. Und ja, in diesem Sinne, schönen Abend euch noch. Macht's gut, ciao.